Willkommen zu einer neuen Folge vom Bussimulator 16. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir werden heute die Liniennummer 4033 fahren, die noch nicht existiert. Das ist richtig, die werden wir mal gerade mal ganz schnell erstellen. Ja, bevor ich nochmal auf die gestrige Folge drauf zu sprechen komme und davor auch nochmal, also die kleinen zwei Special-Videos. So, wir gehen auf Erstellen und ich habe mir gedacht, ach komm, irgendwie so gerade Strecken ist schon was Cooles, ne? Muss nicht abbiegen, ist mal was anderes. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir noch eine. Habe ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe Bock da drauf. Habe ich mir schon mal so ausgeschaut oder angeschaut, was wir so erstellen können. Eine richtig lange Strecke. Ich weiß, das ist manchmal nicht so cool, aber machen wir trotzdem. Und da habe ich gedacht, machen wir mal hier so 10, mit 10 Haltestellen. Beginn an der Südtiroler Straße, hier Depot, perfekt, ne? So, enden hier an der Mozartstraße und dann werden wir, bin ich mal echt gespannt, dieses Roundtrip-Feature nochmal anwenden. Weil ich bin da noch nicht so ganz überzeugt von, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das schon so richtig funktioniert. Ja, also es funktioniert in-game. Was nicht funktioniert, meiner Meinung nach, ist dieses Matrix-Gedöns, ne? Dass es hier richtig angezeigt wird, wenn wir drehen, weil das ist ja eigentlich nicht richtig, ne? Wenn wir an der Mozartstraße anfangen dann, also auf Rückfahrt, muss da ja stehen, wir fahren zur Südtiroler Straße. Muss ja ganz klar sein. Das ist noch nicht der Fall. Okay, kann noch verbessert werden. Und ich schaue mal noch mal ganz kurz durch, ob ich alles habe. Das nächste Ding ist, zeige ich euch jetzt. Nein. So, kleinen Moment. So. Hier. Bei der Universität bis zur Königstraße Ost, da hatten wir nicht alle Sterne oder nicht das höchste Ansehen. Jetzt wird uns aber angezeigt, okay, wir haben das höchste Ansehen. Es kann sein, dass bisher nur die Hinfahrt irgendwie so gewertet wird. Also, uns wurde schon angezeigt, okay, wir haben das Doppelte verdient. Es wurde auch aufgelistet, okay, wir haben jetzt zweimal irgendwas mit 2000 Euro verdient. Wahrscheinlich hier diese 2361 Euro. Aber das wird uns nicht angezeigt, dass wir hier 4000 irgendwas Euro verdient haben. Wahrscheinlich wird da nur die Hälfte angezeigt. Ich habe keine Ahnung. Und das höchste Ansehen, das passt ja eigentlich auch nicht, ne? Ja, da weiß ich auch noch nicht, ob das so richtig ist. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ist mir so aufgefallen, weil ich wollte die Strecke nochmal schön einfahren. Müssen wir gar nicht, weil das höchste Ansehen ist erreicht. Also ich kann euch den Unterschied zeigen. Es ändert sich nichts. Alles höchstes Ansehen. Naja, gut. Ja, freut mich natürlich umso mehr, dass wir jetzt eine neue Strecke einfahren können. Weil es wurde sich tatsächlich auch gewünscht, dass wir gerade Strecken fahren. Einfach mal stumpf geradeaus fahren. Haben wir, glaube ich, sehr wenig gemacht. Deswegen machen wir das mal. Finde ich ganz cool. Finde ich sehr cool. Ich habe auch einen neuen Bus eingekauft. Der MRN-NL263. Ja, der hat keine Rampe. Habe ich trotzdem gemacht. Und wir werden jetzt hier den SRS B41R fahren. Mit Hin- und Rückfahrt. Werden vom Depot starten, weil es perfekt ist, passt. Und starten. Starten einfach mal. Wie gesagt, wir testen oder wir spielen weiter mit diesem Roundtrip-Feature. Ich habe die Kasse wieder aktiviert. Das hatte ich ja in der letzten Folge deaktiviert. Oder jetzt ja vor zwei Folgen, sage ich mal. Also letzte Folge hatte ich nur die Kasse deaktiviert und davor auch. Ja, ich weiß. Auch Umleitung. Geht ja schon gut los. Erstmal ein Käffchen trinken. Ja, wir machen jetzt mal wieder eine richtige Hardcore-Runde. Schön viele Haltestellen. Ich bin gespannt, wie euch das gefällt. Und ja, es ist, ups, eine neue Lackierung. Kennen wir noch gar nicht so, ne? Was ist das hier? Genau, lass mich kurz überlegen. EM 2016 Lackierung. Habe ich ja gesagt, habe ich noch so einen Bus erstellt. Und gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich hoffe, euch gefällt der Bus auch. Zack. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde. Ja, ob wir jetzt immer dieses Roundtrip-Feature anwenden oder nicht, das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt, weil, ihr habt es gemerkt, es zieht sich ganz schön in die Länge. Und,
ja, wir verdienen halt schon, sag ich mal, ich weiß nicht, kann man das so sagen, dass wir das Doppelte dann verdienen mit einer Fahrt? Ja. Wobei es eigentlich zwei Fahrten sind. Hinfahrt und Rückfahrt, ne? Aber ob es dann spannender wäre, dass wir dann lieber noch eine neue Linie fahren, ne? Ich weiß das halt nicht. Es ist natürlich auch, sag mal, von euch abhängig, wie ihr das sehen wollt. Ach komm, gehen Sie ruhig. Wir haben heute einen guten Tag. Wir haben eigentlich immer einen guten Tag. Oh, was ist denn hier los? Sag mal. Wir werden natürlich nicht reingelassen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. So hinter den Schwarzen wäre natürlich... Aber nein. Ja, hupt ihr, Mann. So, das wäre natürlich sehr... So, jetzt. Ei! Eieiei. Ja. Das nennen wir mal... Das nennen wir mal nett. So, jetzt. Jetzt kann es losgehen. So. Also ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, oder der eine oder andere, dass ihr das Update eigentlich ganz cool findet. Eine Fahrkarte bitte. Es ist sicherlich ein ganz cooles Feature, ja, also es ist auch ein gutes Update, aber es muss halt noch was gemacht werden. Muss man ganz ehrlich so sagen. Ich habe es in den letzten beiden Special-Videos schon gezeigt. Da hatten wir das mit dem KI-Verkehr schon wieder so. Habe ich euch ja so ein bisschen präsentiert. Nein, es war nicht geplant. Es war wirklich alles wieder zufällig, ne? Und dann genau in so einer Update-Vorstellung muss sowas passieren, ne? Ja. Fand ich jetzt auch nicht so schön, aber wie gesagt, wenn die Entwickler das sehen, vielleicht sagen sie, okay, da müssen wir unbedingt nochmal was machen. Weil irgendwie das Auto, das da stand, so an der Bushaltestelle, ob sie das festgefahren hat, es hat Gas gegeben, ne? Räder haben sich gedreht, aber nichts, ja. Ist nicht von der Stelle gekommen. Ich weiß es nicht, was da los war. Ich weiß es nicht. So, jetzt bin ich natürlich auch gespannt, ob wir genügend Geld verdienen. Es ist eine normale, gerade Strecke. Oh, jetzt machen wir die Tür schon auf. Ja, eine gerade Strecke. Letzte Strecke war auch einfach gerade, aber meiner Meinung nach, also insgesamt haben wir da sehr wenig Geld verdient. Also 4000 Euro für Hin- und Rückfahrt. Finde ich ein bisschen mager. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen mager. Natürlich jetzt, ich weiß, so 4000 Euro hört sich jetzt erstmal viel an, ne? Für die Realität, sage ich mal. Aber dann in-game hier, wenn man so die anderen Zahlen im Kopf hat, der anderen Linien, ist da halt noch Potenzial nach oben. Durchaus, ne? Martinstraße West. Okay. So. Ja, wie gesagt, kassieren habe ich wieder aktiviert, hatte ich ja deaktiviert. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, Feedback, bitte. So, die Einstellung hatte ich wieder zurückgestellt. Weiß ich nicht. Fand ich, oder finde ich jetzt so besser. Also, wie das früher so eingestellt war. Hatten wir ja auch nur so einen Test gemacht, ob das wirklich aktiviert ist, dieses Force Feedback, also ob das funktioniert. Ja, da weiß ich auch noch nicht so ganz. Man hat schon eine minimale Verbesserung, sag ich mal, gehabt. Also gemerkt, okay, es ist ein bisschen mehr Force Feedback an. Aber so richtig krass war das es nicht. Natürlich, wir hätten es doch höher stellen können. Die Frage ist auch, ob das bei dem G27 generell schon immer da war. Das ist jetzt meine Frage. Das weiß ich nicht, weil wir das noch nie so richtig getestet haben. Kann auch einfach nur sein, dass es halt für... Müssen wir wirklich abbiegen? Wartet mal. Ach so, ja genau, ist eine Umleitung. Ja, okay. Verstanden. Wirklich? Hä? Alles klar. Ja, dann... Ich will mal die Kreuzung räumen, ne? Sorry. Ja, das ist... wenn man da mal so zwischendurch in die Karte geht, ne? Und euch mal was zeigen möchte, da muss man schon damit rechnen, dass das Spiel hier einen ärgern möchte. Aber, ja, so ist das hier, ne? Darf man jetzt hier nicht so persönlich nehmen. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte.
Vielen Dank. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, das ist schon, also das Spiel oder das System ist schon ziemlich pingelig, ne? Also, wir haben das bei den Einbahnstraßen gesehen. Früher, was mittlerweile wohl behoben ist, so wie ich das verstanden habe. Dass halt direkt eine Fehlermeldung kommt, wenn man. Man befindet sich nicht in der Einbahnstraße, sondern ja, irgendwie so. Ja, man schaut dahin sozusagen. Könnte ich mir so vorstellen, dass das System da schon gesagt hat, so geht das nicht. Ja, bin ich mal tatsächlich gespannt, wie das nachher so bewertet wird. Also wir haben jetzt schon eine Strafe oder wir müssen Strafe zahlen und ich weiß nicht, ob das jetzt direkt einen halben Stern ich glaub's weniger nicht, gibt. Dass du bei diesem Bild gefällt mir angetippt hast. Ich gebe dir nie wieder mein Telefon. Entspann dich, das war ein Versehen. Es hat sowieso schon tausende Likes. Jetzt halten mich die Leute für einen Stalker. Müssen wir hier nicht anhalten oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Da stand keiner. Also bin ich jetzt mal von ausgegangen. Müssen wir nicht anhalten. Ja, okay. Hat nicht gemeckert, das System. Da weiß man schon Bescheid. Alles gut. So, es wäre sehr nett. Sehr nett. Hä? Okay. Bleiben Sie stehen, dann können wir mal eben hier. Aber ich glaube, das Polizei. Nee, okay, fährt gerade aus das Polizeiauto. Ich dachte schon, verfolgt uns jetzt. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Neulich habe ich mir Indie-Spiele angesehen und dieses coole Spiel Son of Nor gefunden. Worum geht's da? Du bist eine magiebegabte Person, die versucht, den Untergang deines Volks zu verhindern. Du kannst jederzeit Dinge durch Telekinese aufheben, den Boden verformen und all das mit elementarer Magie kombinieren. Es kann solltest es dir holen, Mann. Dann können wir online im Koop-Modus spielen. Es kann aber auch sein. Ich schaue es mir an, wenn ich daheim bin. Dass wir schon mal gerade Strecken erstellt haben. Also das will ich jetzt nicht abstreiten. Aber ich dachte, wir machen noch ein paar. Einfach mal so zur Abwechslung, ne? Weil. So oft haben wir jetzt. Danke, mein Lieber. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten. So oft haben wir das jetzt noch nicht hier gemacht, also. Nicht? So läuft das. Vielen Dank. Oh, genau. Ich glaube, ich habe, glaube ich, auch einen neuen Fahrer oder eine neue Fahrerin angestellt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe ja auch einen neuen Bus erstellt. Ich glaube, da mussten wir nämlich auch irgendwas Neues Nächster einkaufen. Halt. Meisenstraße. Wir haben noch so ein paar Bewerbungen ausstehen. Was auch sehr interessant ist, finde ich, ist das Ding, ob irgendwann, ob man irgendwann keine Angestellten mehr einstellen kann. Also das finde ich sehr interessant, weil dann hat man wirklich so ein Ziel erreicht. Okay, wir haben wirklich alles erreicht, muss man ja so sagen, muss man ehrlich so sagen. Ja, okay, alles. Ich weiß nicht, kann man das so sagen? Ja, ich weiß auch nicht. Aber fahren jetzt hier weiter, alles klar. Dass man halt schon sozusagen alle Menschen befriedigt hier hat. Also sozusagen, ne? Jetzt nicht wortwörtlich nehmen. Dass wir halt keinen mehr einstellen können. Also, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Angestellte wir da mittlerweile haben oder möglich sind. Das ist auch eine sehr gute. Also, ne? Ihr merkt, man möchte schon das Spiel noch, ja, ausschöpfen. Also, die Möglichkeiten ausschöpfen. Also, was hier noch möglich und was nicht ist. Und dazu gehört natürlich auch, das habe ich mir notiert und ich weiß das auch noch, dass wir nochmal so eine richtige Chaosrunde machen möchten oder wollen. Habt ihr euch ja gewünscht. ich weiß aber noch nicht so, in welcher Form wir das machen. Also, eigentlich bin ich ja so einer, der, ich möchte ja schon, wenn perfekt wäre, sodass wir, ja. Meisenstraße,
eine angenehme Fahrt haben. Wobei, ich glaube, dann nehmen wir schon eine fertige Strecke. Irgendeine wählen wir uns dann aus. Dann eine Fahrkarte, bitte. Das ist ja auch leider hier so, dass man sich nie verschlechtern kann. Das ist auch, also haben wir einmal ein gutes Ergebnis erzielt. Nicht? So können wir uns das danke, zweite Mal, wenn wir das schlechter fahren, nicht ich verschlechtern. Ich bin Ihnen sehr dankbar, mein Herr. So, weiter geht's. Nächster Halt, Baccarastraße. Ja, aber in der Tat freue ich mich auch schon wieder aufs nächste Update, weil dann kommen auch wieder neue Missionen und dann wird das Ganze wieder noch spannender. Ja, ich glaube, das nächste Update bringt halt noch mehr, ne? Aber es ist einmal ein guter Schritt für weitere Entwicklung oder für das Spiel allgemein. Weil Features müssen ja auch neu dazukommen, sag ich mal. Und ja, allgemein, also es gibt ja wirklich so, sag ich mal. Bitte überlassen Sie Behindertensitzplätze, wenn sie von behinderten Personen benötigt werden. Sag ich mal, Spiele, die kommen auf den Markt, da wird nichts gemacht danach. Also es kommen, dann, ja okay, vielleicht ein Update. Ein Update. Können Sie mir eine normale Fahrkarte für den Rest der Woche geben? Das Spiel ist mal einen Monat auf dem Markt und dann wird gar nichts mehr gemacht. Aber hier ist das so, da bin ich echt beeindruckt, dass hier wirklich noch weiter dran gearbeitet wird. Und ja, so macht das halt dann noch mehr Bock, weil man weiß, okay, hier wird noch dran gearbeitet. 2, 4, 6. So, 17 Euro. Danke, einen schönen Tag. Warum überholt er nicht? Ja. Es ist grün. Wir können weiterfahren. Perfekt. Nächster Halt. Fischerweg. Hey, wie geht's dir? Das ist meine neue Nummer. Du speicherst sie besser in deinen Kontakten. Ist gut. Wir unterhalten uns. Fischerweg. Aber, ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Ja, ich bitte eine ihr habt schon bestimmt auf die Uhr geschaut. Okay, ist vorbei. Ja, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.